So, damit packen wir das Wintersportpaket für den Moment in die Ecke und gehen dann nach Paris in die Halle. Stade Gaz de France. Sie wissen, wenn Sie schon dabei gewesen sind, WTA-Turnier der Damen. Wir sind natürlich Sonntag, Finale, logisch. Und da treffen aufeinander die starke junge Tschechin Lucy Safarova und natürlich die Russin Nadia Petrova, die sich gestern eine Schlacht geliefert hat gegen die ehemalige Nummer 1 der Welt, Amelie Mauresmo. Safarova, ja, die hat einen richtig guten Lauf und vielleicht auf dem Weg ganz nach oben in der Weltrangliste. Alles weitere zum Spiel jetzt von Carsten Linke, wie gewohnt. Ja, hallo und herzlich willkommen auch von dieser Stelle hier aus dem Stade Coubertin zum 15. Mal. Open Gaz de France findet hier statt und mit einem Finale aus Sicht der Veranstalter, die sagen, das ist interessant, was dort heute stattfinden kann zwischen Petrova und Lucy Safarova. Aber ganz ehrlich, die meisten der Fans und Zuschauer und auch die Veranstalter hätten selbstverständlich gern hier eine Amelie Mauresmo gesehen. Aber die verlor eben gestern gegen diese junge Dame, gegen die 24-jährige Nadia Petrova. Nach 2 Stunden und 42 Minuten in 3 Sätzen am Ende Petrova mit 7:6 im Tiebreak. Und in diesem Satz führte Mauresmo schon mit 4:1, lag Break vorn, konnte das aber nicht nach Hause bringen. Und auf der anderen Seite eine Lucy Safarova. Das ist natürlich die große Überraschung. Keine Frage, sie hat im Verlauf des Turniers 3 Top-10-Spielerinnen besiegt. Vaidishova, Kuznetsova, beide glatt in 2 und gegen Inna, auch gestern gewonnen, das auch in 2 Sätzen. Unsere Schiedsrichterin kommt heute aus Kroatien. Grundsätzlich war hier Cedric Mourir vorgesehen worden, aber da hat man gewechselt. Von daher 3 Damen unter sich. Die beiden haben schon 2-mal gegeneinander gespielt im vergangenen Jahr, nur beide Mal auf einem ganz anderen Belag und beide Mal auch draußen in den USA auf Canadian Clay, also dieser Asche dort. Beide Mal gewann Petrova. Open Gaz de France im Stade Coubertin. Carsten Linke heißt herzlich willkommen zum Finaltag zwischen Petrova, die wird servieren, gegen Safarova. Für beide eine Premiere bei diesem Turnier. Petrova war 2005 einmal im Halbfinale und Safarova bei der zweiten Teilnahme gleich im Finale. Respekt. Das ist ein starker Beginn von Nadia Petrova, die sich gestern wirklich durchgekämpft gebissen hat. Denn wenn man sich das anschaut, was sie zuvor alles gespielt hat, war das sensationell. Sie hat am Viertelfinaltag eine Safina besiegt, musste dann doppelt spielen, ganz spät abends noch mit Kuznetsova, gewann dort gegen die Chiloa in 3. Das war spät, bekam während dieses Spiels einen Ball ins Gesicht, ins Auge. Das war auch gestern der Auslöser dafür, dass sie in vielen Situationen Bälle nicht sauber erkannte, nicht genau wusste, wohin wird gespielt, biss sich gegen Mauresmo durch, 2 Stunden 42 und war dann klar, dass sie das Doppel absagen musste. Also, gibt keine Doppelhochzeit heute mit Einzel- und Doppelfinale
ist hier, glaube ich, auch egal. Wichtig wäre der Erfolg gegen Safarova. Und die hat uns gestern ganz viel Spaß gemacht. In der Begegnung gegen Justine Henin lag im ersten Satz 2-5 zurück, hatte drei Satzbälle gegen sich und gewinnt den Satz im Tiebreak, in dem sie auch hinten lag, 4-5. Unglaubliche Kämpferqualitäten, klar im Kopf und eine tolle Spielstrategie. Hat kurz vor dem Finale nochmal mit ihrem Freund telefoniert, mit dem sie ja schon seit 3-4 Jahren zusammen ist, mit Tomasz Berdych. Der spielt gerade für das Land Davis Cup in Ostrava in der Czech Arena vor 7000 gegen die USA, gerade gegen Roddick. Und versucht dort aus einem 1-2 eine 2-2 zu machen. Hat am Freitag im Einzel Blake besiegt. Passend zu dem tollen Erfolg von Safarova gegen Kuznetsova. Und auch das ist sehr stark. Nervosität wird da sein. Bei der 20-Jährigen, letzte Woche Sonntag hatte sie Geburtstag, kann sich also ein verspätetes Geschenk selbst bereiten, spielt fantastisches Tennis in dieser Woche von Paris, ist so glücklich, so stolz darüber, was sie hier erreicht hat, ein Beleg dafür, dass sie sagt, ich kann jetzt auch mit den Besten mithalten. Und das wird sie aber im Verlauf der Saison beweisen müssen, über eine längere Strecke. Nicht mal ein Turnier und ein zweites und dann mal wieder im Vierteljahr, sondern das musst du dann nochmal 3, 4, 6, 7 Monate spielen können. Mansur Bahrami saß dort in der Mitte und lebt, trainiert hier in Paris. Gut aufgepasst und das Spiel zu Beginn gleich mit vielen guten Aktionen. Punkte werden rausgespielt und so weitergehen kann. Wunderbar. Petrova führt. 2-1. Die Ecke von Lucy Safarova ganz kurz im Anschnitt gesehen. Da haben wir den Coach drin. Die Eltern sind beide da. Die lassen sich das selbstverständlich nicht entgehen. Vater Milan, der zu Beginn für die Karriere verantwortlich war, und Mutter Jana. Lars Wahlgren ist natürlich auch da, der Schwede, verantwortlich für Nadia Petrova. Die führt 2-1. Thank you.
war selbstverständlich eine weise Entscheidung, gestern auf das Doppel zu verzichten, schweren Herzens, gegen die tschechische Kombination Navratilova und Olirova, die in den letzten beiden Runden im Doppel jetzt jeweils mit Walkover ins Finale gekommen sind. Das hat es, glaube ich, auch noch nie gegeben. Mit dieser Strategie und mit diesen Schlägen und dieser Präzision hat sie auch im Halbfinale gegen Inna geglänzt. Sie kann den Ball unglaublich schnell machen. Spielen für die 20-Jährige ohne Mühe. Petrova liegt zu 0 vor, Savarova zu 0. Petrova zu 15, die Gegnerin zu 15. Ist gut und wichtig, erstmal Rhythmus, Sicherheit beim eigenen Aufschlag zu bekommen. Für beide ist das Erreichen dieses Finals hier in Paris das beste Ergebnis bislang für 2007. Von der Wertigkeit wird es Safarova wahrscheinlich sagen, Mensch, dieses Viertelfinale in Melbourne, das bewerte ich höher. Verlor da gegen Vaidishova. Unfassbar. Aber das ist das Händchen, das sie hat. Sie sieht früh, wohin der Aufschlag kommt, und dann geht sie das Risiko ein und spielt mit dem Tempo. Kommt auch mit dem Belag hier sehr, sehr gut zurecht. Mag den Absprung, mag das Tempo. Breakchance. Faszinierend. Sie knüpft dort an, wo sie gegen Inna aufgehört hat. Druckvoll, mit Selbstvertrauen, erfolgreich und sieht noch gut aus. Erste Änderung. Savarova führt 3-2. Sind wir rechtzeitig wieder da mit dem Aufschlag von Lucy Savarova. 3-2 die Führung mit Break. Kann sie es bestätigen? Dann hat sie eine schöne Führung mit 4-2.
ganz klar die Spielerin, die hier im Augenblick bestimmt. Sie macht das Tempo, hat die Länge in den Grundschlägen. Petro weiß immer viel zu kurz. Das ist die Stärke von Safarova in der Saison 2007. Bälle schnell machen, auf den Punktgewinn gehen. Und die Geste zeigt, glaube ich, ganz gut an. Schalt den Kopf ein, spiel anders. Da muss sie nicht mit so viel Tempo spielen. Petro war im Augenblick nur beteiligt in dieser Begegnung. Lebt von den Fehlern der Gegnerin. Selbst kaum Punkte herausgespielt. Das sieht auch Lars Wahlgren so, der sich sehr akribisch immer Notizen macht während der Begegnung. Muss sie zum ersten Mal über Einstand gehen, aber sie hält das Aufschlagspiel. Petro war nicht beweglich genug. Könnte vielleicht ein Grund oder ein Vorteil für Safarova werden in diesem Finale. Die fehlende Fitness von Petrova, die im Verlauf der Woche viel Kraft gelassen hat in den Einzelbegegnungen. Plus die Doppelveranstaltung mit Kuznetsova. Sie sagt, sie fühlt sich auch nicht 100% fit. Das Rezept, das Petrova verfolgen sollte, gegen die Laufrichtung zu spielen. Denn wenn sie den Rhythmus mitgeht, den Safarova spielt, dann wird die Tschechin stärker sein. Ganz wichtig für Nadia Petrova, ein Auftaktspiel zu 0. Schnell den Druck weitergeben. Sie verkürzt auf 3-4. Führung für die zweitbeste Linkshänderin derzeit auf der Tour hinter Patti Schnieder. Die war hier auch mit dabei, an 6 gesetzt worden. Verlor gleich in der ersten Runde gegen eine Qualifikantin aus Russland. Schnieder derzeit die 11. Und Safarova durch das Finale 26, gewinnt sie es die 25.
Die 26 war sie schon mal im vergangenen Jahr im April. Also sie kann sich das beste, höchste Ranking holen. Und dann ist ja immer noch Luft weiter nach oben gegeben. Zu spät nach vorne gekommen, nach diesem guten Ball, der Petrova ja weit nach aus dem Feld herausbrachte. Der jetzt kommt, da muss sie nachgehen. Denn Petrova kann ja nur einen Notschlag spielen. Und so schnell geht es dann. Man denkt zu viel darüber nach, dass man eine schöne Führung hat und vielleicht schon den ersten Satz gewinnen kann. Ruckzuck ist das Rebreak da. Geschenke der 20-Jährigen an die Gegnerin. Spielt ja erst ihr fünftes Finale noch der sehr jungen Karriere. Drei hat sie gewonnen, nur eines verloren. Petrova heute das 13. Bilanz 6-6. Letzter Sieg in der Halle und damit auch der letzte Turniersieg im vergangenen Jahr. Im Oktober in Stuttgart, in der neuen Arena, Porsche Arena, gewann sie das Finale dort gegen Golovin. Zurückgebracht durch Savarova, bedankt sich, nimmt das Break, um auf der anderen Seite sofort wieder Geschenke zu verteilen. Sobald es ein bisschen gegen die Laufrichtung geht, hat Savarova Probleme. Da ist sie noch nicht leichtfüßig genug.
zweiter Aufschlagverlust bei Nadia Petrova. Wieder die Führung bei Savarova. Und das nach der Pause bei eigenem Aufschlag. Zum Satzgewinn. Ihre. Kann sie dem Druck standhalten? Lucy Savarova, gerade 20 Jahre alt geworden. 5-4 Führung im ersten eigenen Aufschlag-Break von. Kann der erste Satz sein im Finale hier im Stade Coubertin in Paris. Am Port de Saint-Cloud gelegen. Seit 15 Jahren wird hier gespielt. Und da spricht Petrova ganz klar mit dem Coach, teilt ihm mit, wie sie sich fühlt, wie sie bestimmte Sachen sieht. Geschickt, clever, Rhythmus unterbrechen. Natürlich nicht ganz fair, aber es ist ein Endspiel und das will man gewinnen. Sie geht auf den Punkt. Sie versucht, selbst die Entscheidung herbeizuführen und wartet nicht auf den Fehler. Das ist sehr gut. Satz für Lucy Savarova. Sie spielt es dann doch cool runter. Kompliment, hat sich gefangen, denn sie hatte zwischendurch doch einen kleinen Hänger. 6-4. Satz 2 im Finale. Open Gaze de France hier in Paris kann beginnen mit dem Aufschlag von Petrova. Die durfte ja auch im ersten das Finale eröffnen. Den ersten abgegeben mit 4-6. In solchen Aktionen holt man natürlich das Publikum nicht auf die eigene Seite, zumal hier in Paris Zuschauer immer sehr emotional dabei sind. Das gilt für dieses Turnier, klar für Roland Garros sowieso und im November oder Oktober bei den Herren in Bercy. Was ist schon aufgeheizte Stimmung dort? Sowieso eher auf der Seite der Außenseiterin, das ist nun mal Savarova, aufgrund ihrer Weltranglistenposition derzeit 32. Und dazu kommt eben noch, dass Petrova ja gestern gegen den Liebling der Nation gewonnen hat, gegen Amélie Mauresmo. Keine guten Aussichten hier, auf eine Unterstützung zu hoffen. Muss sie sicher spielen. Ja.
Beziehung. Sensationell! Aufschlag gut. Das Nachsetzen auch. Wählt allerdings die falsche Seite. Savarova ist da. Flugball schwer, weil schnell. Der Passierball, hier kommt sie gerade ran. Und dann das feine Händchen. Exzellent. Der war lang. Savarova beginnt mit dem Break. Das läuft ja fast zu rund, zu gut für die 20-Jährige, die einen Lauf hat in dieser Turnierwoche. An der Gold Coast hat sie auch schon mal gute Leute besiegt. Aber da konnte ja keiner davon ausgehen, dass das dann so weitergeht. Da war es mal eine Patti Schnieder, eine Safina, eine Pinetta. Und dann kommt sie hier nach Paris. Erst dann kommt Melbourne. Da wird eine Maurice Mo besiegt. Eine ehemalige Weltranglistenerste, die Titelverteidigerin bei den Australian Open. Und dann Paris. In der Reihe. Vaidishova, Kuznetsova, Inne. Mit Petrova wäre es die vierte Top Ten. Hintereinander. Kennen wir von Petrova in dieser Woche. Sie zeigt ihm an, sie weiß gar nicht, was da kommt. Sie sieht die Bälle nicht, sieht sie zu spät. Hat kein Gefühl für die Situation. Investiert, um den Punkt zu machen, aber Petrova zum 40 beide und das nach 0,40. Caronta.
völlig unverständlich. Sie hat 40-0, spielt gut, lebt auch von den Fehlern der Gegnerin. Und dann kriegt sie den Hänger und Petrova macht 5 Punkte hintereinander. Darunter dann auch noch der Doppelfehler zum grünen Abschluss aus der Sicht von Savarova. Und statt 2-0 gibt es das Rebreak. Und damit bringst du natürlich auch die Gegnerin zurück in dieses Finale. Sie nimmt sich aber eine richtige Auszeit. 8. Punkt. Hintereinander für Petrova. Und der 9. auch. Und damit ist die 24-Jährige aus Moskau erstmalig vorn in diesem zweiten Satz. 2-1. Völlig raus aus diesem Finale. Eine Auszeit kann man sich nehmen, aber die darf eben nicht allzu lange dauern. 10 Punkte hintereinander, die alle an Petrova gehen, das ist zu viel. Hatte sie auch gegen Inner im Halbfinale im ersten Satz. Da lag sie ruckzuck 2-5 hinten, verlor zweimal das Aufschlagspiel, hatte dann 3 Satzbälle gegen sich und kam zurück und gewann nicht nur den ersten, sondern auch den zweiten und das Match. Sieht natürlich ihre Möglichkeiten, jetzt hier nachzusetzen, sich sofort noch einmal den Aufschlag der Gegnerin zu holen. Oh!
Auch der ist daneben gespielt. Sie gibt zum zweiten Mal. Das ist Service Up im zweiten Satz. Petrova vorn 3-1. Aber nicht, weil sie sonderlich überragend spielte, sondern weil die Gegnerin doch im Augenblick erschreckend nachgelassen hat. Lucy Savarova mit zu vielen vermeidbaren Fehlern. Das wird sie reduzieren müssen. Natürlich schwierig aus der Sicht der 20-Jährigen, wenn der Rhythmus nicht mehr da ist. Will man dennoch ja wieder so spielen, wie man es gezeigt hat, wie man es kennt, wie man auch weiß, wie man zu spielen hat. Aber wenn das nicht da ist, muss man umstellen. Und das kann sie im Augenblick nicht. Gerne in wichtigen Situationen den Aufschlag durch die Mitte. Interessante Phase in diesem Endspiel, beide so auf der Suche nach Rhythmus, nach Sicherheit, nach Konstanz. Petrova, um endlich das Spiel in den Griff zu bekommen, und Savarova, um endlich wieder vorne zu liegen, um zurückzukehren zu dem erfolgreichen Tennis aus Satz 1. Der Aufschlag ist ganz clever. Der Slice nach außen. Noch ein guter Erster und Petrova baut weiter aus die Führung im zweiten Satz, den sie ja braucht, um hier in den entscheidenden dritten zu kommen.
bekam viel Applaus, als sie zurückkam von der Bank. Lucy Savarova hat sie sich verdient. Er arbeitet, er spielt im Verlauf der Turnierwoche. Liegt aber hier im zweiten 1-4 hinten. Zweimal das Service verloren. Jetzt geht es mal darum, das auf das Spiel durchzubringen. Wieder souverän zu spielen, Punkte zu machen. Darauf aufbauen und dann beim Return angreifen. Der Aufschlag ist ja schon wieder da, aber dann das Nachsetzen, dann macht sie im Augenblick zu viele vermeidbare Fehler, weil sie nach wie vor auch zu viel Risiko spielt. Sie vorbereitet, der zweite auch viel zu harmlos. Mitten hineingespielt, ohne Variation. Nächster Breakball. Mama, that's the problem.
Die Sicherheit ist weg bei Lucy Savarova. Das Selbstvertrauen ist nicht mehr da. Das zeigt sie dann ja auch in der Körpersprache ganz deutlich. Sieht man auch in ihren Augen. Aber nun gut, sie muss diesen zweiten Satz abhaken und sich dann gleich völlig neu auf dieses Finale einstellen, wenn es dann in den dritten Satz geht. Denn Petrova wird sich ein 5-1 hier nicht mehr nehmen lassen. Im vergangenen Jahr, als die beiden gegeneinander spielten, Amelia Island und Charleston auf Sand, da war Savarova chancenlos. Schöne Variationen. Einmal das Ast durch die Mitte als Slice und dann über außen wieder mit dem Slice-Aufschlag. Einfach kann es dann gehen, wenn das Selbstvertrauen wieder da ist, dann kann man auch aus der Mitte solche Punkte machen. Spielt mit dem Tempo des Gegners. Satzbälle. Und dann auch mit dem Ass. Blitzsauber. Nadia Petrova. Bin gespannt, ob das so weitergehen kann oder ob Savarova im Interesse natürlich einen interessanten Final zurückfinden kann. Das nach der Pause. Der Blick hinein hier in das Start Coubertin. Open Gas de France zum 15. Mal findet diese Veranstaltung hier statt. Wir gehen in den dritten Satz zwischen Savarova und Petrova. Und das ist auch das Signal. Pattaya, Sibylle Bammer, die Österreicherin, die Linkshänderin, hat zum ersten Mal ein Turnier gewinnen können auf der WTA-Tour. Dieses Tier-3-Event gegen Giselle Dulco. Neue Lebensgefährtin von Fernando González, dem Chilenen, der gerade auch Davis Cup spielt gegen Russland. In Chile wird dort gespielt. Also Bammer ist durch. Auf dem Rückweg nach Europa wird nächste Woche Antwerpen spielen, das wir Ihnen auch auf Eurosport zeigen werden. Und dort erste Runde gegen die Belgierin Mees. Tja, und auch Savarova wird dort spielen. Erste Runde gegen Ivanovic. Das ist das Leben auf der Tour. Satz 3 beginnt. Und wenn du dann als Siegerin möglicherweise nach Antwerpen kommst, in den Sportpalast, so 13.000 auf dich warten und dann darfst du erste Runde gegen Ivanovic spielen. Das ist eine Auslosung. Zeigt aber auch wieder die hochkarätige Besetzung der Veranstaltung an. Thank you.
Die Rückhand die Linie entlang. Gerne auch aus der Mitte gespielt. Endlich mal wieder mit Köpfchen serviert. Auch mal Tempo rausgenommen. Auch der war gut. Also, vielleicht mal ein Start in eine bessere Zukunft, denn die letzten, muss ich nachschauen, drei Aufschlagspiele hintereinander hat sie abgegeben. Das sieht natürlich auch die Familie und der Trainer so. Also ist dieser Beginn im dritten ganz wichtig, zumal sie vorgelegt hat. Wenn du gleich wieder das Break kassierst, dann wird es dann langsam eng. So sind die Aussichten deutlich besser. Und jetzt schauen wir mal, ob Petrova die Lockerheit weiterhin besitzt, so zu spielen wie im zweiten. Denn das war gut. Sehr entspannte zum 1 beide, Maria Petrova. Die ist jetzt wahrscheinlich auch in der nächsten Woche in Antwerpen dabei sein wird. Amélie Mauresmo lässt sich gerade heute untersuchen im Krankenhaus, fühlt sich nicht 100% fit, hat wieder Probleme mit der Oberschenkelmuskulatur und mit der Hüfte und sagt, wenn es dort wieder eine Entzündung geben würde, dann verzichtet sie auf Antwerpen. Also da ist es noch nicht 100% klar. Risiko. Hat sie sich doch prima zurechtgelegt.
lässt sie einen riesen Ball liegen. Wieder unter Druck und dann kommt sie einmal heraus und hat sofort den Vorteil. Das ist im Augenblick das Problem bei Savarova, dass sie nicht mehr die Gewinnschläge anbringen kann. Hier kommt sie in den Nachteil und den muss Petrova machen. Hätte sie die Breakchancen gehabt. Savarova. Zu viele Fehler. Wenn Petrova das geschickt anstellt, viele Bälle zurückbringt mit einer guten Länge, dann wird es Savarova noch mehr Risiko eingehen. Und dann kommen die Fehler fast zwangsläufig. Breakball. Merci. Der ist draußen, Petrova nimmt es Savarova zum ersten Mal das Service im dritten und entscheidenden Satz ab und ist damit auf einem guten Weg Richtung Titel hier, Open Gaz de France. Ist im Augenblick die stabilere, die bessere, macht weniger Fehler und nutzt die Möglichkeiten, die da sind, um mit dem Break zu führen. Lucy Savarova, kann sie noch mal so eine Energieleistung bringen wie im Halbfinale gegen Ine Arden? Genau sagt, müssen wir Justine Ine sagen. Müssen wir uns auch erstmal wieder dran gewöhnen. Denn nach der Trennung vom Ehemann wird sie offiziell wieder als Justine Ine geführt mit dem Mädchennamen. Auch dort lag sie mal deutlich hinten im Halbfinale 2-5. Satzbälle gegen sich, kam zurück. Sie kann Tennis spielen. Aber sie hat einen langen Weg hinter sich im Verlauf des Turniers. Erste Runde war sie fast draußen gegen Pironkova, Bulgarien, Nummer 78. Über drei, mehr als zwei Stunden, gegen die sie letztes Jahr in der ersten Runde verloren hat. Und dann haut sie Vaidishova, Kuznetsova und Ine in zwei Sätzen raus. Hier sind wir im dritten. Petrova serviert bei 2-1. Mit Break. Finale erreicht hat. Da haben wir die Mama, Jana, dahinter der Papa, Milan. Danke.
einen tschechischen Doppelsieg gab es hier. 2005, Denisova und Peschke. Aber im Einzel Fehlanzeige. Petrova könnte die zweite russische Spielerin werden, die hier im Start Coubertin gewinnt. 2005 war es ja Dinara Safina über Amelie Mauresmo. Aber bestätigt das Break zum 3:1. Und aus diesem Gesicht kommt wenig Zuversicht bei Lucy Savarova. Aber hier ist noch lang nichts entschieden. Vorausgesetzt, sie hält dieses Auftaktspiel, die 20-Jährige. Publikum will natürlich mehr von ihr sehen. Zusammen. Schade. Sie hat so gut angefangen in diesem Finale, voller Selbstvertrauen. Und jetzt ist davon nichts mehr zu spüren. Petrova profitiert regulär davon. Die Luft komplett raus zu sein. Schade, schade, schade aus der Sicht der 20-Jährigen, die zum ersten Mal ja eine Finale in dieser Kategorie spielt. Es wird bezeichnet als Tier 2. Die Turniersiege, die sie erreicht hat, waren alle Tier 3, also eine Stufe darunter. Petrova muss nichts machen. Sie spielt den Ball rein und die Gegnerin macht dann die Fehler. Und damit gibt die 20-Jährige zum zweiten Mal das Service ab, zum 1:4. Wenn sie da rauskommt, dann erleben wir noch ein richtig gutes Spiel. Nur vorstellbar ist das nicht so richtig, aber wer weiß, was alles noch passieren kann. Verlauf eines Finals. Petrova vielleicht zu sicher. Und ruckzuck ist man dann auf der Verliererstraße. Und wenn Sie das im Augenblick nicht verfolgen konnten, dann Sie später informieren wollen, gerne eurosport.de, eurosport.com. Dort erfahren Sie auch, dass Sibylle Bammer das Turnier in Pattaya gewonnen hat. Linkshänderin aus Österreich, erster Sieg auf der Tour. Sie sind im Livescoring dabei, können auch verfolgen, wie es im Davis Cup aussieht. Deutschland hat übrigens die nächste Runde erstmal, ich glaube seit 2001, wieder das Viertelfinale erreicht. Tommy Haas gewann gegen Ivan Lubicic. Gab in 3 Sätzen, holte damit den 3. Punkt. Tolle Leistung der Deutschen.
geht dann gegen Belgien oder Australien. Ja, es ist laut in der Halle. Na klar, die Zuschauer wollen mehr von der Savarova sehen. Petrova, wenn sie das jetzt souverän durchbringt, dann führt sie 5-1, dann wird sie sich Turniersieg Nummer 7 holen. Und erstmalig hier in Paris Open Gaz de France. Zustand in einer Begegnung locker zu werden und zu sagen, jetzt ist es doch egal, jetzt versuchen wir mal alles. Das hatte gestern Petrova, war 1-4 bei diesem Spielstand gegen Mosmo und auf einmal lief alles. Mosmo, hast du das große Zittern, traf nichts mehr. Und die Russin, die alle abgeschrieben hatten, kam zurück und gewann. Schafft das Savarova? So nicht. Erst zum fünften Mal in dieser 15-jährigen Geschichte des Turnieres gibt es über drei Sätze über die volle Distanz in einem Finale. Und Petrova ist die stabilere. Muss ja nicht viel machen, haben wir ja schon analysiert. Lebt ja von den Fehlern der Gegnerin. 5-1. Auch sie selbstverständlich nächste Woche in Antwerpen. Proximas Diamond Games. Erste Runde freilos, dann gegen Svonareva oder eine Qualifikantin. Tja, und Savarova riesen losgezogen dort. Erste Runde. Ivanovic. Ein Wort zu den Deutschen für das Turnier der kommenden Woche, das wir Ihnen ja Dienstag 12 Uhr live präsentieren. Martina Müller erste Runde gegen Krajicek. Grünefeld erste Runde gegen einen aus der Qualifikation. Da ist Julia Schruff in der letzten Runde. Henke und Malik müssen heute noch spielen. Wollen auch dort die dritte Runde erreichen, um dann ins Hauptfeld zu gelangen.
richtig. Einfach mal drauf, einfach mal schauen, ob es funktioniert. Warum denn nicht? Sie hat ja recht. Einmal geschafft, im Verlauf der Begegnung ein bisschen umzustellen. Aber es sagt sich mal so schön einfach, wenn man das aber nicht trainiert, sondern immer nur, ich sag's jetzt mal, ein bisschen salopp Langholz von der Linie spielt, wie soll man dann umstellen, wenn man gar nicht weiß, was man machen soll und wie man umstellt? Das Problem vieler. Petrova ist einfach da. Im ersten Satz macht es Savarova aus solchen Situationen den Punkt. Notieren wir mal den Matchball. War eine weise Entscheidung der Russin, gestern auf das Doppel zu verzichten im Halbfinale. Dafür war das Halbfinale gegen Moris Mo mit 2,42 zu lang. Na bitte! Das ist Savarova Satz 1. Mit Köpfchen. Mal ein bisschen Tempo rausnehmen am Aufschlag. Gerade das Linkshänderin fällt öffnen. Geht alles. Hintergrund, zweite Reihe, Anso Barami, zwei Reihen dahinter, eine Siegerin von 96, Julie Aladigigis. Savarova, Matchball abgewehrt, recht ordentlich serviert und da ist der Anhang zufrieden. Geht also weiter, die Frage ist nur, wie lang. Das war die Ausgangsposition der 20-Jährigen im Halbfinale. Erster Satz gegen Inne. Drei Satzbälle abgewehrt. Jetzt den Matchball abgewehrt. Wenn sie noch zwei abwehrt, dann kommt sie zurück. Wenn sich das Aufschlagspiel holt, was sie natürlich dringend braucht, gleich von Petrova. Und die hat das Problem, und das ist ja nicht neu, auf der Damentour. Deutliche Führung, eigener Aufschlag zum Satz- oder Matchgewinn in der Regel. Gibt es den Aufschlagverlust, um dann im Return-Spiel die Geschichte dicht zu machen. Wir werden uns überraschen lassen, genauso im Hinblick auf Antwerpen. Ich habe es Ihnen ja gesagt, mit den Deutschen, die noch in der Qualifikation spielen. Und vielleicht trifft ja eine Grünefeld auf eine Schruff in der ersten Runde. Sollte, haben wir eine Deutsche in der zweiten, die wird dann gegen Moris Mo spielen. Spinnen wir weiter, gewinnt man gegen Moris Mo, kommt dann aus der unteren Hälfte der oberen. Eine Martina Müller, weil die gewinnt gegen Krajicek. Und gegen Wesnina würde sicherlich eine Barbara Rittner ganz gern sehen.
Wie wird Petrova servieren und was macht es Savarova? Wieder Vollgas oder kriegt sie Geschenke von der Russin? Engagierter wieder in den Ball wechseln. Hier wäre sie fast wieder überrascht worden. Konzentriert von Nadia Petrova. Zweiter Matchball, der erste bei eigenem Service. Zweiten gespannt. Klasse! Bester Ballwechsel der Begegnung. Und Petrova war mutig, spielt den zweiten lang aufs Band. Da zeigt Savarova an, warum sie zu Recht in diesem Finale ist. Oh!
Safarova bleibt drin. Petrova mit den Geschenken. Ich hab's gesagt. Wir kennen das. Diese Situation bei eigenem Aufschlag die Geschichte dicht zu machen. Kompliziert hoch 12. Zwei Doppelfehler zum Abschluss. Klar hat sie noch das eine Break im Rücken. Und es wird einfacher sein jetzt beim Return. Nur, sie hat jetzt ein Problem. Die 24-Jährige aus Moskau, auch Wohnsitz in Amsterdam. Du fängst jetzt an nachzudenken. Gerade lief das alles locker und entspannt durch. Dieser zweite Satz, 6-1, dann führst du 5-1, 5-2, eigener Ausschlag. Da ist man mit den Gedanken schon beim Essen. Weiter geht's. Matchbälle abgewehrt. Ich habe gesagt, wenn sie noch einen dritten abwehrt, dann kommt sie hier komplett zurück. Punkte, alles Fehler Petrova. Und die letzten sechs alle an Savarova, weil die Matchball ja mit einem guten, mit einer guten eigenen Aktion abgewehrt hat. Savarova zu null. Unglaublich. Das Finale ist wieder offen. Aus 1-5 macht sie ein 4-5, schafft das Rebreak. Und das braucht sie gleich noch einmal, wenn Petrova serviert. Und da bin ich gespannt, wie die Russin das angeht. Die Situation kennen wir, die stammt aus dem ersten Satz, als sie noch sagte, sie würde die Bälle nicht ordentlich sehen, könnte das Spiel nicht lesen. Das hat sich dann deutlich gesteigert. Das hat deutlich gesteigert. Sie hat einfach 30% draufgepackt. Und diese 30% hat eine Savarova einfach nachgegeben, die dann nur noch Fehler produzierte und recht schnell den zweiten verlor. Hat auch kein System im dritten fand. Aber beim Tennisspielen gehören immer zwei dazu. Und die Gegnerin macht die Tür wieder auf. Für die 20-Jährige. Drei Top-10-Spielerinnen im Verlauf des Turnieres besiegt. Golova, Kuznetsova, nicht Golova, Weidenschowa, Kuznetsova und Inna. Eine Riesenveranstaltung für sie. Kann es mehr geben? Werden wir sehen. Zum zweiten Mal bei eigenem Aufschlag. Nadia Petrova zum Matchgewinn, zum Titel in Paris. Wichtig, der erste Punkt. Ganz, ganz wichtig. Erinnern Sie sich an das letzte Aufschlagspiel? Das beendete sie mit zwei Doppelfehlern hintereinander. Das ist der dritte jetzt. Thank you.
sehr ordentlich und auch sehr mutig. Bei 0:30 mal ein bisschen was zu versuchen. Das ist nämlich das erste Mal, dass sie im Finale Surf and Volley spielt. Dass sie doppelt spielen kann, dass sie den Flugball beherrscht. Das ist noch nicht erst seit 2004, wo sie unter anderem das Masters gewann. Damals auch in Los Angeles mit Megan Shaughnessy. Müsste Savarova wissen. Wichtige Situationen, wichtige Bälle, Aufschlag Petrova geht immer durch die Mitte. Boah. Der fällt aufs Band. Breakball für die 20-Jährige. Zu gut von Petrova, aber die lässt es Savarova liegen. Wieder spielt sie Surf and Volley, ein ganz tiefer Ball, den macht sie gut. Und hier ist die Chance gegeben. Spielt sie Longline, steht sie 5-beide. Es ist Matchball Nummer 3. Den ersten haben wir vor 14 Minuten notiert. Da servierte noch Savarova bei 2-5. Dritten Matchball ab. Sie spielt mutig, sie spielt mit Tempo. Lässt sich nicht zurückdrängen. Zum dritten Mal Ass mit Netzberührung. Nächster Breakball.
Alles drin in diesem Aufschlagspiel. Daneben das Ass. Ten minutes.